Liebe Kinder, herzlich willkommen zu unserem digitalen Kindergottesdienst. Schön, dass ihr uns wieder angeklickt habt. Bevor wir anfangen, wollen wir noch den Altar schmücken. Heute geht es um Pfingsten. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Alle großen Regionen glauben, dass die Welt nicht einfach von sich aus existiert, sondern Gott der Schöpfer der Welt ist. Das geschah aber nicht einfach am Anfang und das war's. Vielmehr ist damit gemeint, dass Schöpfung die ganze Zeit passiert, immerzu entsteht, wächst und entwickelt sich was. Die Natur, die Menschen und die Welt. Nun schaut mal, wen ich euch heute mitgebracht habe. Da ist Korax. Korax ist ein Rabe. Und da ist Kalle. Kalle ist ein Esel. Und da ist Fridolin. Fridolin ist ein Junge. In der Stadt Jerusalem ist was los. Jerusalem ist ohnehin schon eine große Stadt, in der man viel erleben kann. Aber jetzt erst recht, denn viele Menschen sind angereist, um das Erntefest zu feiern. Wie jedes Jahr wollen sie Gott für die Ernte danken. Natürlich mussten die Menschen selbst das Land bearbeiten, die Pflanzen pflegen, gießen und so weiter. Aber dass der Regen die Erde nass macht und die Sonne richtig scheint, dass der Wind über die Felder zieht, all das konnten sie nicht. Und dafür waren sie Gott dankbar. Dieses Fest wird 50 Tage nach Ostern gefeiert und es heißt Pfingsten. Es kamen viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Da kann man mal sehen, die ganze Welt hat sich in Jerusalem versammelt. Halleluja! Halleluja? Das Wort habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja auch ein Wort aus einer anderen Sprache. Hebräisch. Es steht in der Bibel. Ich kann es schon. I-A-Luja. Ich kann es schon. Fast, lieber Kalle. Nicht I-A-Luja, sondern Halleluja. Es bedeutet, Gott Danke zu sagen, ihn zu loben. Ob es jetzt für die Ernte ist oder für die Schöpfung. Oder... Dafür, dass wir drei uns kennengelernt haben. Ja, genau. Und dafür, dass ich fliegen kann. Und ich Beine zum Laufen habe. Und dafür, dass Gott da ist, auch wenn wir ihn nicht mit den Augen sehen können. Und jeden lieb hat. Gott hat mich lieb? Das höre ich heute auch zum ersten Mal. Und das hört sich gut an. Halleluja! 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 War das denn jetzt schon das Wunder? Nein, das kommt ja noch. Also, dann geht die Geschichte in Jerusalem weiter? Auf jeden Fall. Das war ja erst der Anfang der Geschichte. Dann bin ich aber gespannt auf morgen. So, jetzt muss ich mir mal ein paar Gräser suchen. Die habe ich nämlich zum Fressen gern. Njam, 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 njam. Tschüss, bis morgen. Und ich möchte noch ein paar Runden fliegen und diese schöne Welt Gottes Schöpfung von oben bestaunen. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Ich freue mich auf euch. Und ich bin ganz begeistert von Gott. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Halleluja, Halleluja. Wird auch mein Weg durch Dunkelheit, dass sie verborgen im Nebel der Zeit, vertraue ich dir und deinem Plan. Du bist der Fridolin wartet gut gelaunt auf seine Freunde. Er spaziert mal rechts herum, mal links herum, Halleluja, summt vor sich hin Halleluja, Halleluja. Aber nach einer Weile wird es ihm sehr langweilig. Ob Korax wohl was Schönes gesehen hat auf seinem Rundflug und Kalle saftige Gräser gefunden hat? Ich bin so gespannt, was sie erzählen. Oh, diese Warterei. Jetzt könnten die beiden aber wirklich kommen. Huhu, Fridolin, hier oben, ich komme. Hallo, Korax, wo warst du denn so lange? Ich habe schon ewig auf dich gewartet. Und das Warten war ja so langweilig. Hey, Fridolin, jetzt mach doch nicht so einen Aufstand. Ich habe mich doch nur kurz verspätet. So lange wartest du noch gar nicht auf mich. Es hat sich aber so lange angefühlt. Warten kann manchmal ziemlich anstrengend sein. Aber das ist doch auch schön, mal auf etwas zu warten. Auf den Geburtstag zum Beispiel. Das ist doch ein schönes Warten. Man weiß, dass ein ganz besonderer Tag kommt. Das stimmt. Und auf dich habe ich mich so gefreut. Vielleicht ist mir deshalb das Warten auch so schwer gefallen. Hast du denn etwas Schönes erlebt? Ja, stell dir vor, ich habe ganz viele Menschen auf einer Wiese gesehen. Die haben dort fröhlich gefeiert. Einige haben sogar getanzt und gesungen. Aber ich konnte leider nicht verstehen, was sie gesungen haben. Das war nämlich in einer anderen Sprache. Oh, das war sicherlich schön. Sag mal, wo bleibt denn nur der Kalle? Geduld, Geduld, Fridolin. Der kommt bestimmt gleich. Aber Korax, da du gerade vom Feiern und von vielen Menschen gesprochen hast, wir wollten doch die Geschichte weiterhören. Ja, unbedingt. Ich bin schon so neugierig auf das, was das Wunder sein soll und was die Menschen... Wartet! Wartet auf mich! Wartet! Noch nicht anfangen! Wartet! Wo kommst du denn jetzt her? Wir haben schon so auf dich gewartet. Es tut mir leid. Ich habe leckere Gräser gefressen und mich gefreut, dass Gott mich so gut versorgt. Da habe ich wohl die Zeit etwas vergessen. Aber jetzt bin ich da. Habt ihr schon von dem Wunder erzählt? Ich meine... Habe ich die Geschichte verpasst? Nein, beruhige dich. Wir wollten gerade sehen, wie es weitergeht in Jerusalem. Komm, wir setzen uns hierher und hören uns die Geschichte an. Gestern haben wir gehört, dass sich viele Menschen in Jerusalem versammelt haben. Sie wollen Gott für alles Gute und Schöne danken. Auch die Jünger waren dort. Jünger sind die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und von ihm gelernt haben, Jesus ist Gottes Sohn und Gott hat ja die Welt erschaffen, bunt und schön. Jesus hat vor vielen Jahren hier auf der Erde gelebt und den Menschen von Gottes Liebe erzählt. Er hat Kranke gesund gemacht und hat die Kirche gesegnet. Für Jesus war jeder Mensch wichtig und auch Gott liebt jeden Menschen. Darum sollten die Jünger auch in die Welt gehen und von Jesus und Gottes Liebe erzählen. Aber wie sollte das geschehen? Sie konnten ja gar nicht alle Sprachen sprechen und Jesus mittlerweile war ja auch nicht mehr bei ihnen. So warteten die Jünger darauf, dass Jesus ihnen den Heiligen Geist schickte. Jesus war am Kreuz gestorben und wieder auferstanden. Die Jünger haben dieses Wunder mit eigenen Augen gesehen. Jesus wusste, dass die Jünger ihn vermissen würden. Darum hat er ihnen versprochen,
eine besondere Kraft zu schicken, eine heilige Kraft, der Heilige Geist. Sie wussten, dass das kein Gespenst ist, aber wie oder was das sein mag. Jesus, Gottes Sohn? Ja, Jesus, Gottes Sohn. Die beiden gehören zusammen. Habe ich das richtig verstanden, dass dieser Jesus tot war und Gott hat ihn wieder auferweckt? Ja, da hast du gut zugehört. Das feiern wir an Ostern. Ja, ja, aber das ist dann ja ein Wunder, wenn jemand tot war und Gott hat ihn auferstehen lassen, dann ist das ein Wunder. Kalle, du bist wirklich schlau. Und dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ist wohl das Oberwunderbarste überhaupt. Ha! Und dann war da noch ein Wunder. Noch ein Wunder? Na klar! Als Jesus sich dann nach 40 Tagen auf dem Berg von seinen Jüngern verabschiedet hat, da war er ja plötzlich nicht mehr zu sehen. Korax, du bist ja ein echter Wunderprofi. Ja, auch das ist in gewisser Weise ein Wunder gewesen. So, und nun habe ich noch ein Wunder entdeckt. Nämlich, dass Jesus Christus jetzt bei Gott, seinem Vater, ist und gleichzeitig hier auf der Erde bei uns. Stimmt, kann man kaum erklären, aber ist so. Nun, habe ich noch eine Frage, Fridolin. War denn das Wunder, auf das wir die ganze Zeit gewartet haben? Nein, lieber Kalle, noch nicht so ganz, aber das kommt noch. Und darauf müssen wir weiter warten? Ja, wir warten. Wir können uns ja das Warten verkürzen, indem wir wie gestern ein neues Wort lernen. Und das Wort von gestern kenne ich noch. Halleluja! Stimmt, Korax, dass du dir das merken konntest. Wow! Ja, und ich weiß sogar noch, was das bedeutet. Lobet Gott, dankt ihm. Kalle, du bist ein Halleluja-Profi. Was haltet ihr davon, wenn wir uns heute das Wort Christus merken? Jesus Christus, der von den Toten auferstanden. Wieder eine gute Idee von dir, lieber Korax. Merken wir uns also Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Auferstandene. Ich bin ganz begeistert von Jesus Christus. Jetzt hören wir aber mal, wie es mit der Wundergeschichte weitergeht. In Jerusalem lebte auch ein Junge, der die Tiere der Reisenden versorgte. Er hatte mitbekommen, dass sehr viel Lärm aus dem Haus, in dem die Jünger untergekommen waren, kam. Er dachte schon, dass die alle betrunken waren, weil sie plötzlich alle gejubelt haben vor lauter Freude, Halleluja gerufen haben. Halleluja! Halleluja! Nein, betrunken waren die Jünger auf keinen Fall. Petrus, einer der Jünger, ging sogar auf den Markt zu den Leuten und sprach mit ihnen. Jetzt versteckten sich die Jünger nicht mehr. Im Gegenteil, sie sind erfüllt von Freude und Hoffnung, Lob und Dank. Und dann hat Petrus von Jesus erzählt und gesagt, dass er die Menschen so sehr liebt, dass er sogar für sie gestorben ist. Und nun endlich wurden die Jünger vom Heiligen Geist getröstet und gestärkt. Und der Junge dachte bei dem Wort Geist an ein Gespenst. Der Heilige Geist ist doch kein Gespenst! Aber nein, doch kein Gespenst. Geist bedeutet sowas wie eine gute Kraft in einem Menschen. Er lässt Menschen das tun, was Gott möchte, was anderen Menschen hilft. Der Heilige Geist ist eine gute Kraft von Gott. Petrus hat erzählt, dass es plötzlich ein lautes Brausen im Haus gab, wie ein starker Wind, der kräftig weht. Und dann war es, als ob es eine Art Flammen gab, wie von einem guten Feuer. Das waren keine gefährlichen Flammen, die haben nicht gebrannt. Sie waren auch eine Art Kraft. Es war der Heilige Geist. Und alle Leute, die das mitbekommen hatten, ließen sich taufen. Denn durch die Taufe gehört man zu den Christen, also zu denen, die an Gott, den Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist glauben.
Fridolin, Fridolin, ist das das Wunder? Genau, diesen Heiligen Geist, diese Kraft Gottes kann man nicht sehen. Aber der Heilige Geist erfüllt Menschen mit Kraft. Sie wissen, dass Gott sie liebt und erschaffen hat. Die Menschen haben sich taufen lassen. Das habe ich auch schon in unserer Kirche gesehen. Manchmal waren das ganz kleine Kinder, manchmal größere und manchmal sogar Erwachsene. Ja, alle können getauft werden. Babys, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch ganz alte Menschen. Damals haben sich gleich 3000 Menschen taufen lassen. Ja, an diesem Pfingstfest. Dem Pstfest? Oh, lieber Kalle, deine Ohren, deine Ohren. Nicht das Pstfest, sondern das Pfingstfest. Da war es überhaupt nicht Pst und still, sondern voller Jubel und Freude in Jerusalem. Pfingsten, das ist für heute unser besonderes Wort, oder Fridolin? Gute Idee, Pfingsten. Und dieses Pfingstfest feiern wir auch heute noch. Jedes Jahr erinnern wir uns an dieses Pfingstwunder in Jerusalem. Stellt euch vor, damals sind so viele Menschen zur Gemeinde gekommen. Deshalb spricht man auch davon, dass das Pfingstfest der Geburtstag der Kirche ist. Geburtstagsfest der Kirche? Wow! Du, Fridolin, woran ich die ganze Zeit denken muss, ist, wir haben von Gott gehört, von Jesus Christus und heute vom Heiligen Geist. Irgendwie scheinen die zusammenzugehören. Auch das stimmt, lieber Kalle. Gar nicht so einfach zu verstehen. Und irgendwie doch ganz einfach. Auch wir drei gehören irgendwie zusammen und sind doch ganz unterschiedlich. Und Gott, Jesus und der Heilige Geist gehören noch viel enger zusammen, obwohl sie unterschiedlich sind. Ein Grund zum Feiern? Nein, sogar 3 Gründe zum Feiern. Dass es Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist gibt. Klasse, dass die Jünger so mutig überall hingegangen sind und gepredigt haben, sodass auch wir von Gott und Jesus und dem Heiligen Geist etwas wissen. Und dass wir Kirchen und Gemeinden haben, in denen wir uns treffen können und auch heute noch von Gottes Liebe und den Geschichten von Jesus hören können. Und darum feiern wir jedes Jahr an Pfingsten Geburtstag. Aber eins verstehe ich nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, wer ist denn eigentlich das Geburtstagskind? Wie jetzt? Wir wollen doch den Geburtstag der Kirche feiern, weil Gott an Pfingsten den Menschen seine Kraft gegeben hat. Aber wer ist denn nun das Geburtstagskind? Mensch, Kalle, die Kirche ist das Geburtstagskind. Ah, ach so, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Dann freue ich mich jetzt schon auf das Fest. Ich auch. Und ich erst. Jedes Jahr an Pfingsten erinnern wir uns daran, dass damals in Jerusalem Gott den Jüngern den Heiligen Geist geschenkt hat und die getauften Menschen sich dann zur ersten Gemeinde der Kirche zusammengeschlossen haben. Und darum feiern wir auch heute noch Pfingsten, weil wir dazugehören. Alle, die Gott vertrauen und getauft sind, sind ein Teil der Kirche. Da hast du recht. Wir alle gehören dazu. So wird das Leben in der Kirche bunt und fröhlich, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Hii, yippie! So, liebe Kinder, jetzt haben wir die Geschichte vom Heiligen Geist gehört. Mit dem Esel Kalle. Mit dem Raben Korax. Und mit dem jungen Fridolin. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und nun wünschen wir euch frohe Pfingsttage. Gott sei mit dir, in der guten Zeit, wenn vieles dir gelingt. Dann suche die Bescheidenheit, weil sie dir Segen bringt. Gott
Tschüss.